Der russische Präsident Wladimir Putin hat bei einem Telefonat mit dem deutschen Kanzler Olaf Scholz und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron die Ukraine beschuldigt, Friedensverhandlungen zu blockieren. Die russische Seite sei willens, den Dialog wieder aufzunehmen, hieß es in einer Mitteilung des Kreml. Zudem sei man bereit, Möglichkeiten zu erörtern, um den Getreideexport aus Mariupol wieder zu ermöglichen. Schuld an den Problemen auf dem Lebensmittelmarkt seien die antirussischen Sanktionen des Westens, so Moskau weiter. Unterdessen wurde der Betrieb am Hafen von Mariupol nach einer Minenräumung durch die russische Armee laut russischen Angaben wieder aufgenommen. Ein Handelsschiff, das das russische Rostow am Don beliefern soll, werde in Mariupol beladen, so der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums. Laut der ukrainischen Marine wird der zivile Schiffsverkehr im Schwarzen und Asowschen Meer weiter durch russische Schiffe blockiert. Wir müssen die Russen rausschmeißen und die Häfen im Schwarzen Meer wieder öffnen, damit wir wieder unsere Arbeit machen können, so dieser Landwirt. Der Export per Straße oder per Zug ist nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Über die Schwarzmeerhäfen wird 80 bis 90% des ukrainischen Getreides exportiert. Etwa ein Drittel der ukrainischen Anbauflächen werden derzeit nicht bestellt. Laut UN sind 17% der weltweiten Preissteigerung für Getreide auf den Krieg in der Ukraine zurückzuführen.